Hallo, ihr lieben Seelenlichter des Herzens. Das ist mein liebster Begrüßungssatz, den ich gerne sage. Und ich habe mich jetzt gerade mit der geistigen Welt verbunden, um euch heute ein bisschen mehr darüber zu erzählen, was gerade so bei mir passiert. Das ist sehr wichtig, haben sie mir gesagt. ja, ich begrüße euch von ganzem Herzen. In letzter Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Vor allem in Verbindung mit Joseline. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die in den letzten Wochen und Monaten Joseline unterstützt haben, mich unterstützt haben, so wundervolle Nachrichten und E-Mails geschrieben haben, mit so viel Herz und Liebe. Ich durfte so wundervolle Worte lesen, die in mein Herzen gegangen sind. Vielen Dank dafür, von ganzem Herzen. Das zeigt mir immer mehr, dass es wichtig ist, dass Joseline jetzt da ist. Dass wir sie brauchen. Und auch die kosmischen Kräfte brauchen. Ja, meine Lieben, ihr habt, einige von euch haben mich schon gefragt oder viele vielleicht haben es schon selbst festgestellt, dass mein Facebook-Kanal gerade nicht mehr wirklich aktiv ist. Dazu habe ich heute ein ganz besonderes Thema, denn das Thema Licht und Schatten. Ich habe auch dazu einen ganz besonderen Hintergrund gewählt, denn heute ist so ein Tag, wo Licht und Schatten wechseln. Jede Sekunde, als ich heute in der Küche gesessen bin, kam ein bisschen Licht rein und dann verflog das Licht wieder. Dann kam wieder ein bisschen Licht, weil die Wolken immer übers Licht schweben oder wieder freigeben. Ja, das passiert auch mit uns gerade in letzter Zeit. Nicht nur in letzter Zeit, aber ja, wir werden sehr viel durch andere Umstände und äußerliche Einflüsse getriggert, herausgelockt, gefordert, geprüft. Und auch das spüre ich. Auch in meinem Umfeld, auch mit mir selbst. Jetzt darf auch ein bisschen der Wind gehen, ihr hört es durch mein wunderschönes Klangspiel. Der Wind ist ein ganz liebevoller Begleiter, der sehr gerne bei mir ist und ich auch mich wohlfühle, wenn er da ist. Ja, hell, dunkel, Licht, Schatten. Wie gesagt, mein Facebook-Kanal ist nicht mehr existent, weil ich wurde gehackt. Ich dachte noch am Anfang, ja, ich melde das. Ich habe es natürlich gewissenhaft der Polizei gemeldet für mich, da es ein Eingriff war über eine dritte Person, die meine Identität angenommen hat. Deshalb findet ihr gerade nichts auf Facebook von mir. Es existieren zwar alle Seiten, die da sind, aber ich kann nicht hinein. Außer, und das ist jetzt ein sehr interessante, da sehe ich, wie die göttliche Mächte uns beschützen, mich und Joseline und alle, die mit ihr sind. Und mit uns, mit dem Göttlichen sind, wenn wir mit Liebe sind. Ich habe mehrere Seiten. Ich bin Tanzschullehrerin, ich bin Sängerin, Schauspielerin, Geschichtenerzählerin. Geschichtenerzählerin, die der Wahrheit entsprechen. Ich bin Tänzerin, Sängerin, sehr kreativer Mensch. Ich möchte das jetzt gerade gar nicht alles aufzählen. Ich habe mir gerade gedacht, ob ich das jetzt alles aufzählen möchte, aber nein. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Und diese Seiten sind alle auf der Facebook-Seite. Und unter anderem auch meine, ich gebe ja auch Kleinkinderkurse, Frühförderungskurse für Babys und für Kleinkinder, namens Simba. Ja, sagen wir gerade, ich soll nicht so viel reden.
Und diese Seiten sind gerade nicht aktiv, aber eine ist es. Denn ich bin auf meinem Instagram-Kanal, der ist verbunden mit Facebook. Und trotz alledem, dass ich gehackt bin, kann ich auf der Joseline-Seite Beiträge durch Instagram posten. Ich komme nicht hinein, ich kann keine Nachrichten beantworten, ich kann keine, irgendwelche großen Beiträge jetzt gerade auf Facebook machen oder etwas verfolgen, aber ich kann euch immer wieder mal Informationen reinliefern. Und das möchte ich mit dem heutigen Video machen, euch erklären, warum ich gerade nicht da bin. Und ich stelle immer mehr fest, dass es gut war, dass es jetzt nicht da ist. Ich habe mich in den letzten Tagen, Wochen ein bisschen zurückgezogen in mich selbst, um rauszufinden, was mich gerade so stark beschäftigt. Und natürlich werden wir jetzt mit Informationen überflossen in allen Bereichen. Und jeder muss selbst entscheiden, darf selbst entscheiden, was für ihn die richtige Plattform ist. Das Universum hat ganz klar entschieden, Facebook ist es nicht gerade. Ich soll mich mehr um YouTube und um meinen Instagram-Kanal kümmern. Und da würde ich mich so sehr freuen, wenn ihr mich da weiterhin begleitet. Ja, ich kann mich auch gerade gar nicht anmelden und ich hätte nur die eine Möglichkeit, mich nochmal neu anzumelden. Und da habe ich gerade nicht den Drang dazu. Aber wozu ich mein Herzensdrang habe, das, was ich gerne tun möchte, ist, mit euch gemeinsam zu sein. Das euch zu weiterzugeben, was ich in mir trage. Von Anbeginn, von klein auf. Wo ich jetzt immer mehr in meinen Mut komme und in meine Kraft und euch das weitergeben möchte. Denn Schatten und Licht gehören zusammen. Ich bin geschützt durch meine geistige Welt, durch Joseline, die mich führt, weil ich zum Wohle des Ganzen mit meinem vollsten Herzen dabei bin. Nancy Holden ist also mein großer Begleiter, Mentor gerade für mich selbst mit ihren Videos, die eine unglaubliche, starke Kraft in uns allen auslöst. In uns selbst zu bleiben. Sehr interessant, wie auch Joseline und Nancy zueinander gefunden haben. Ja, jetzt möchte ich euch einen kleinen Teil daraus vorlesen, aus meinem kleinen Buch, nur einen kleinen Teil, warum Licht und Schatten so wichtig sind. Alles in unserem Universum besteht aus zwei entgegengesetzten, aber tief miteinander verbundenen Kräften. Dem Yin ist das die weibliche Seite und dem Yang der männlichen Seite. Das Zusammenspiel dieser beiden Kräfte schafft das Wesen des Lebens um uns herum. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. In einem liegt schon die Saat des anderen. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Im einen liegt schon die Saat des anderen. Licht und Dunkelheit nähren einander. Das Licht braucht den Schatten, um zu wirken. Das Helle, das Dunkle. Das Runde, das Eckige. Gegensätze ziehen sich an. Und sie brauchen sich. Passend zum heutigen Wetter. Die Liebe ist das Zentrum allen Seins. Alles ist natürlich zunächst aus Liebe geboren. Niemand ist von Grund auf dunkel. Alles entsteht aus dem Licht. Dunkelheit gebiert das Licht. Aus der Dunkelheit wächst der Samen. Du bist im Dunkeln der Gebärmutter deiner Mutter herangewachsen und wurdest in diesem Dunkeln von ihr genährt und durch die Geburt ins Leben, ins Licht geboren.
Licht und Dunkelheit gehören zueinander. Sie lassen uns wachsen. Wir lernen daraus. Wir werden stärker daraus. Auch in meinem Leben durfte ich schon einige dunkle Seiten erfahren, die mich jetzt zu dem gemacht haben, dass ich heute bin. Jocelyn schickt euch blaue, kristalline Liebe zu euch. Und ich möchte euch sagen, dass wir dabei sind gerade, von Jocelyn noch vieles in die Welt zu bringen. So viele tolle, wundervolle Pläne, die dem großen Ganzen dienen dürfen. Dass ich nicht alles verraten möchte. Schaut in die Augen der Kinder. Sie zeigen euch die Weisheit. Das Wissen, ja. Wir können jederzeit ins Internet gehen, auf Google gehen, in verschiedene Plattformen, um uns Wissen zu holen. Aber achtet darauf, dass es euer innerstes Wissen, Weisheit bleibt. Es gibt Rezepte, die sagen, 3 Tropfen von da, 2 Tropfen von da, 100 Gramm von da. Aber vielleicht ist für dich gerade nur 1 Tropfen wichtig. 50 Gramm von da, 30 Gramm von da. Mach dir dein eigenes Rezept. Mach dir das, was dein Herz dir sagt. Nimm auf, was du aufnehmen möchtest und was sich gut anfühlt. Und was sich nicht gut anfühlt, lass wieder los. Jeder darf so sein, wie er möchte. Wir sind Licht, wir alle. Und wir kommen wieder ins Gleichgewicht. Mit unseren Schattenseiten und unserer Lichtseite. Denn beides steht nebeneinander, gleichwertig. Der Wind ist jetzt gerade sehr intensiv. Es ist, wie wenn er etwas wegblasen möchte von euch. Bleibt in eurem Herzen. Der Kopf, euer Ego, ist euer Diener, wenn ihr das möchtet, aber nicht euer Führer. Euer Herz führt euch dahin, wo eure Träume sind. Diese Träume, die ihr verwirklichen könnt, denn ihr alle habt wundervolle Talente. Danke, dass wir alle sind. Mutter, Vater, Schöpfer, Gott, ich danke. Ich danke für das, was wir sind und was wir hier werden dürfen. Durch die Akzeptanz von uns selbst, von dem, was in uns steckt. Ich wünsche mir, dass diese Liebe immer mehr in die Welt hinauskommt. Und ich weiß, dass dies geschehen wird. Oh, und es klingt immer mehr hinter mir. Die geistige Welt freut sich, denn wir sind auf einem guten Weg. Alles Liebe. Ihr könnt mich auf Instagram und auf meinem YouTube-Kanal finden. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch sagen, wann das E-Book und das Hörbuch erscheinen wird, das bleibt ganz allein in der göttlichen Kraft. Natürlich habe ich mir ein Ziel gesetzt. Im Juni das E-Book und im September das Hörbuch. Dennoch, wenn man dem Wohle des Ganzen dient, gibt es keine Pläne. Da heißt es Vertrauen. Und wenn es fertig ist, werde ich euch Bescheid geben. In vollster Liebe, eure Simone Weidt. Seid gesegnet und beschützt.